Let's go, Freunde. Weiter geht's in Etage 9, hier in Luigi's Mansion 3. Wie Luigi immer Angst hat. Und zwar geht es im Museum weiter. Hat er deswegen Angst gehabt, weil da auch tote Tiere drin sind? Hat er etwa Angst, der kleine Luigi, dass ein Geist der Dinosaurier kommt und ihn frisst? Wir werden es vielleicht erfahren, vielleicht aber auch nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wart ihr mal in Museen? Geht ihr gerne in Museen? Ich tatsächlich, ja. Finde ich immer wieder schön. Hab kein besonderes Museum-Fable. Also ich mag eigentlich jedes Museum. Ich gehe gerne in Museen. Macht Spaß, bisschen so Allgemeinbildung. Ist immer wieder schön. Viele beziehen ja Museen nur auf Dinosaurier und sowas. Aber Museen sind ja noch viel mehr als nur Dinosaurier. Bestimmt brauche ich wieder Luigi da bei der einen Strippe. Ja, im letzten Part von Luigi's Mansion 3, da hatte Luigi, sag ich mal, einen kleinen Filmauftritt. Alter, das mit dem Dinosaurier sieht schon echt irgendwie gruselig aus. Nachts im Museum. Und zwar war da quasi ja bei einem Filmset, sag ich mal, und hat sogar bei einem kleinen Filmset, sag ich mal, auch mitgespielt. Hat den Geister, den Regisseur eingefangen. Und doch dann taucht die Katze von dieser Sarah Schreck auf und hat Luigi den Aufzugsknopf für die 9. Etage, also für diese Etage, wo wir gerade sind, gestohlen. Doch Luigi hat es geschafft, den Aufzugsknopf wieder zu erlangen. Skelett hat sich doch eben gerade bewegt, oder nicht? Nachts im Museum. Es trifft. Definitiv. Jetzt, es hat sich definitiv bewegt. Das Skelett lebt.
Skelett lebt wirklich. Komm zurück, Wein, nachts im Museum. Treffen kann er ja. Ich glaube, mit Eiern wird das nichts. Ob das Viech wohl auch auf anderen Sachen herumkauen würde? Steine etwa oder was? Auf Luigi würde er auch gerne rumkauen. Kommt, da hier liegt doch nichts außer den Eiern. Oder ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass es die Felsbrocken sind. Planlos, Leute, tut mir leid. Ist es ein Bock oder was? Das Skelett da? Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich überfragt. Warum sonst kann ich denn bitte schön da die Eier nehmen? Ich muss einen Cut machen, sorry, ich bin da echt überfragt. Tja Leute, das ist ganz easy, man braucht Luigi. Weil jetzt sein Mund, sag ich mal, zugeklebt ist, wie beim Kaugummi. Ah, ich habe zu lange gebraucht.
zweite Leben ist Fujikato. Und nun hat sich der scheiß T-Rex befreit. Geil. Nicht. Alter, wie es leckt gerade. Oder geleckt hatte. Schon brauche ich wieder Fluigi. Diese Knochenteile auf ihn schleudern. Und nun ist Skelett hoffentlich nun wirklich tot. Oh ne, da kommt der wahre Geist raus. Ein Urzeitgeist, wie es aussieht. Passt aber auch irgendwie. Schwing deine Keule. Steinzeitmusik auch noch dazu. Einfach geil. Thank you.
es deine Keule nicht. Anscheinend schon. Und ja, das Bild natürlich. Komm raus, blauer Tod. Aha, du hast einen weiteren Tod gerettet. Formidabel. Bringen wir ihn hier bei mir im Labor in Sicherheit. Geh mit ihm zum Aufzug. Aufzug hier, was dann? Kann ich ihn als ob das geht. Schon ein bisschen brutal irgendwie. Das ist so die Rache für alle Paper Mario Spiele, für alle Spiele, wo Toads zu nervig waren. Wo die zu oft vorkamen, wie Paper Jam Bros oder Color Splash. Zerstören kann. So, wow, ein richtiger Stunt-Tod. Viel Spaß, Kleiner. Das gefällt dieser Sarah Schreck natürlich gar nicht.
dass Luigi schon so weit gekommen ist. Nun denn, Luigi, jetzt fehlen noch ein weiterer Toad, Prinzessin Peach und Mario. Die Hälfte ist geschafft. Viel Glück. Hehe. Naja, nicht ganz die Hälfte. Eigentlich ist ja die Hälfte von 5 ja 2,5. Wir müssen also noch etwas Halbes retten. Oder die Hälfte mit Professor Igitt eingerechnet, dann ist es die Hälfte. Oder mit Luigi die Hälfte eingerechnet, dann wäre es auch die Hälfte. Aber ja. Wenn man von 5 die Hälfte nimmt, dann ist eigentlich halt 2,5 die Hälfte. Also sprich, wir müssen doch etwas Halbes, wie gesagt, wenn man es mathematisch sehen will, retten. Ja, dann geht es im nächsten Part weiter in B2. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu B1, in den Keller, im Professor Igitts Laborversteck. Schaue ich mir meine Ausbeute an. Ja, nun zwei Toads, die hier ihr Leben schälen, zusammen mit Igitt. Fehlt hier jetzt noch ein Geist oder haben wir eigentlich nur einen Geister? Sieht so aus, als ob wir nur einen Geister haben. Immerhin etwas, was vollständig ist. Und in diesem Part haben wir Steinzeit-Rex gefangen. Geil! Das ist mein Ausbeuter, mein Juwelen. Kurze Etage gewesen, aber egal. Das muss, das muss. Dann geht's wie gesagt im nächsten Part weiter in Etage B2. Das ist anscheinend noch tiefer als Keller. Und ja. Danke fürs Zusehen. Bis deine Antenne. Ciao.